So kennen die Eisenacher ihren Martin Luther bereits seit 1895. Und so wird Luther seit dem 16. Oktober dieses Jahres neu in Szene gesetzt. Und zwar von dem japanischen Künstler Tatsu Nishi. Was genau es mit der Verhüllung der Luther-Skulptur auf sich hat, weiß Oberbürgermeisterin Katja Wolf, die die Schirmherrschaft für das Kunstprojekt übernahm. Das war uns wichtig, zum einen zu zeigen, dass wir an der Stelle ein wunderbares Denkmal haben, dieses auch nochmal in das Bewusstsein der Eisenacher zurückzuholen und natürlich damit auch zur Diskussion anzuregen. Wir wollten das Lutherjahr mit einem Auftakt beginnen, wo auf der einen Seite die Eisenacher mitgenommen werden und auf der anderen Seite wir auch deutlich machen wollten, dass wir Luther ein Stückchen von seinem Sockel im wahrsten Sinne herunterholen, ein Stückchen auch vermenschlichen und damit zur Diskussion anregen, sich nicht nur mit dem Reformationsjubiläum auseinanderzusetzen, sich nicht nur auch mit Kunst prinzipiell auseinanderzusetzen, sondern natürlich im Besonderen auch mit der Person Martin Luther. Und so sieht es aus, wenn man Martin Luther in seinem aktuellen Zuhause einen kleinen Besuch abstattet. Das, was wir jetzt wahrnehmen können in einer Zwischenbilanz, ist, dass es noch besser funktioniert hat, als wir das dachten. Die Besucherzahlen übertreffen weit die Erwartungen. Von nah und fern kommen die Menschen, die Eisenacher selbst, hoch interessiert, nehmen ihr Denkmal erstmals ganz anders nochmal wahr. Das ist die Rückmeldung, die wir kriegen. Und auf der anderen Seite kommen natürlich auch Gäste von außen, die dadurch, dass sie von der Aktion gehört haben, sich extra auf den Weg gemacht haben, neugierig waren und auf diese Art und Weise der Stadt einen Besuch abstatten, was sie im Normalfall nicht getan hätten. Wie so oft bei einer Kunstaktion wurde auch dieses Projekt mitunter von skeptischen Fragen begleitet. Macht das überhaupt Sinn? Warum machen die das? Ist es nicht eine Verschandelung des Denkmals? Ist es nicht schade um das Geld? Was hätte man sonst damit machen können? Ist es nicht auch eine Verhöhnung der Figur Martin Luthers? All das sind Diskussionen, die natürlich toben, egal ob auf dem Marktplatz oder in den sozialen Netzwerken, in der Zeitung, in der ganz großen Breite. Von Kindergartenkindern bis zu Omas und Opas, die an der Stelle ganz intensiv diskutieren. Aber genau das ist ja was, was ich persönlich auch als Gewinn begreife. Man nimmt nicht nur Luther und das Denkmal wahr, sondern man fängt auch endlich mal wieder an, über Kunst zu diskutieren. Als dann flugs und fröhlich geschlafen, ist Teil einer größeren Kunstaktion, die in Berlin und in Jerusalem läuft. Das erleichterte auch die Finanzierung. Dadurch ist es uns gelungen, die Fördermittel vom Bund zu akquirieren. Das heißt, die Hälfte der Gesamtkosten trägt am Ende die Bundesregierung über den Topf der Kulturförderung, wofür wir auch sehr dankbar sind. Die andere Hälfte ist aufgebracht worden tatsächlich von Sponsoren aus der Region heraus, die gesagt haben, wir wollen das, wir wollen unseren Beitrag leisten, sodass die Stadt am Ende natürlich unterstützt hat, natürlich auch bis hin zur Frage Genehmigungen erteilen und auch mit im Boot war, aber sich finanziell im Prinzip nicht beteiligt hat. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, Luther einmal so ungewöhnlich nahe zu kommen, der hat noch bis zum 17. Dezember in Eisenach die Gelegenheit dazu.